Ehrlich gesagt erscheint mir die gerade nicht sehr sinnvoll, die Prüfung. Also es ist halt nicht klug designt so, weil die drei, die am Anfang spawnen, die spawnen so weit auseinander, dass ich alleine schon 15 Sekunden für den ersten Kill brauche. Ey, ich fress echt einen Besen, ganz ehrlich. Das ist so eine Scheiße. Die Prüfung gefällt mir nicht. Finde ich nicht gut designt. Dämlich gemacht. Also man hätte es ein bisschen anders designen müssen. Weil, wie gesagt, der Weg ist einfach viel zu weit. Der Weg ist viel zu weit. 10 Sekunden, ein Tod. Jetzt springe ich hier unten hin. Hier sind jetzt zwei. Für die brauche ich auch wieder, ne? Also es ist genauso wie eben. 15 Sekunden für einen Tod. Für einen Kill. Geht halt einfach nicht. Und er macht die Attacke schon wieder nicht. Er macht sie einfach nicht. Ach Mann, ey. Ich weiß echt nicht, was ich da falsch mache. Das ist... Ich finde das halt einfach irgendwie total doof, weil... Gefühlt wirkt das alles so knapp bemessen mit der Zeit, die man hat. Vielversprechender Versuch, aber wieder verkackt, weil ich irgendwie ein paar Sekunden nur Dünnschiss gemacht habe und dann plötzlich angefangen habe, Bomben zu schmeißen. Was überhaupt nicht die Taste war, die ich drücken wollte. Also es ist auch schon wieder oberlächerlich. Die pimmeln wieder da ganz hinten rum. Es nervt so. Die schießt gerade nicht, ne? Ich wollte es gerade nur mal sagen. Die schießt einfach nicht. Obwohl der Pfeil sogar aufgeladen war. Sie hat nicht geschossen. Okay. Ich meine, wenn man nicht kooperieren will, dann soll man es halt auch nicht machen. Dann soll man aber auch nicht vorgeben, man wäre eine Geisterhüterin, die allen nur Seelenheil bringen will, ne? Also ist ja dann auch Mumpitz.
Bogen. Mann, ey, warum funktioniert das schon wieder nicht? Ich fass es manchmal nicht. Mann! Mach doch jetzt die scheiß Attacke, ey. Kann nicht so schwer sein. Ey, ich raste aus. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße gerade. Wirklich null Bock mehr. Weil ich es nicht raffe, wie man so eine dumme Prüfung machen kann. Ich bin jetzt echt nicht der schlechteste Player auf diesem Planeten. Wirklich nicht. Bei weitem nicht der Beste, aber auch bei weitem nicht der Schlechteste. Und dass man das zeitlich so knapp gestaltet, finde ich mega eine Frechheit. Wirklich. Das hat für mich nichts mit Spielerzugänglichkeit zu tun oder sonst was. Das ist einfach nur Gängelung. Das bei einem Spiel, was man vermeintlich, was vermeintlich Kinder spielen könnten, vom Artstyle her. Ich meine, das ist natürlich Quatsch, weil das niemand spielt, also kein Kind spielt dieses Spiel, weil das wäre viel zu schwer. Aber es ist halt wirklich... Der Scheißversuch war das jetzt. Das hat auch nichts mit Herausforderungen zu tun. Es ist einfach nur Schwachsinn. Gut, vielleicht mag es so sein, dass das die schwerste Prüfung hier im Spiel sein sollte. Dann ist das vollkommen okay. Aber davon abgesehen... Bei sowas kann ich nur unweigerlich wütend werden, weil es, wie gesagt, meiner Meinung nach fühlt sich teilweise so ein bisschen an wie Glücksspiel halt, ne? Dass du halt Glück hast, dass die in einem bestimmten Radius oder sowas dann plötzlich spawnen oder... Waren wir da oben eigentlich schon? Mal gucken. Na, wir haben es ja geschafft, also. Kann ich mich ja jetzt wieder etwas beruhigen. Und dann machen wir hier weiter. Dann haben wir jetzt immerhin das schon gefunden. Ich finde es halt komisch, dass hier ansonsten keine anderen Gegner mehr spawnen, obwohl hier kräftig was los ist mit dieser Verseuchung. Das ist ja nicht gerade wenig. Hier kann man aber ansonsten auch überhaupt nichts sehen. Okay, hier könnte man theoretisch wohl reinspringen, aber ich glaube nicht, dass ich das will. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass das gerade jetzt die richtige Route ist, sondern wir da erst später etwas finden werden. Wir können ja mal in die Höhle hier hinten gehen. Ich denke, wenn wir die Verseuchung in der Höhle aufheben, dann können wir in den Brunnen klettern.
So in der Art wird es wohl ablaufen. Nehmen wir auch eine Schnellreise. Okay, I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Bin gespannt. Erstmal, was ist hier oben? Mal nachschauen. Aha. Da passiert gar nichts. Was passiert hier? Das wird angehoben, ne? Hm. Ich fürchte, da müssen wir noch ein bisschen herumprobieren. Eins. Und den da hinten müssen wir auch platzieren. So, dann schießen wir das Ding ab. Und... oh, das geht sogar alles hoch, okay. Irgendwie macht es auch nicht das, was ich erwartet hätte, was es machen würde. Was ist denn hier noch? Gott sei Dank. Boah, das ist ja auch haarscharf hier. Da ist ein Meditationspunkt. Ein sehr geiler Spot. Sehr geil. Nicht schlecht. Tada! Glaub an das Herz der Karten. Okay. So, da drüben ist auch etwas. Komme ich aber jetzt von hier aus überhaupt nicht ran. Problem ist dieser Stein hier, glaube ich. Muss ich mit ihr... ach, wir müssen erstmal das Ding nehmen hier überhaupt, oder? Ja, und... ja, gut, okay. Vorher konnte das natürlich nichts werden. Das heißt, ich aktiviere jetzt den. Und den. Dann haben wir die Tür geöffnet. Juchhey. Oh je. Das Dorfherz. Geht verdammt tief nach unten da.
Könnte auch irgendwie eines der letzten Gebiete im Spiel sein, by the way. Allzu lang ist Kena ja nicht. Es mutet schon ein wenig so an. Geisterlichter. Hier werden wir jetzt runtersliden. Fuck, dann sind wir ganz unten. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir uns jetzt allen Gefahren stellen, die hier unten lauern. Geht's weiter. Durchaus bedrohlich. Ah, guck mal, wie viel Loot hier ist. Wahnsinn. Sieht echt gar nichts. Ich denke mal, hier ist nicht mehr. Aha. Ach, okay, der zieht mich dann dahin. Okay. Was sieht denn, wenn ich hier so einen hinmache? Okay, das bringt mir gar nichts. Zumindest nicht von dieser Position aus. Da könnte man was drehen, aber ich kann ja auch nicht schießen gerade. Was ich aber machen kann, ist Folgendes. Ja. Ich wollte einfach nur mal eine Arschbombe machen, ist klar. Warum auch nicht? Gehört zum Leben dazu, oder nicht? Hat jeder von euch schon mal gemacht. Order! Wenn man nicht mal die Steuerung des Spiels beherrscht, dann ist es halt schon schwer. Ja. Da kann man schon mal zum Carpador werden. So, das ist erstmal ziemlich gut. Vor allem, weil wir einen weiteren kleinen, süßen Rod bekommen. Okay. Ist halt geil, dass ich gerade feststelle, dass es mit dem Rätsel einfach überhaupt nichts zu tun hat. Nicht im Ansatz. So. Das klappt leider nicht. Wie ist es denn von hier hinten? Wie genau hilft mir das eigentlich? Eigentlich hilft mir das gar nicht. Bin ich denn hier gerade so unfassbar ahnungslos? Kann ich von hier aus
Ach, ich... Ah, okay. Ja gut, ne. Es fehlte ein einziges Puzzleteil. Dieses. Dann ergibt es natürlich Sinn. Dann schafft man das auch. Oh, nee. Ich habe jetzt schon Angst. Besiege den Holzritter. Würde ich gerne, wenn du nicht so unverschämt wäre. Du kannst nicht alle aufhalten. Nicht alle meine Schläge. Puh. Aber cool, den mal wiederzusehen, den Holzritter. Ist auch schon lange her. Oh, geil. Was ist das für eine Kappe? Hanas Maske. Interesting. So, jetzt aber. Jetzt ergibt es auch Sinn. Das Ding hochholen. Jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen das Ding abschließen. So, und von hier aus bleibt das dann auch einwandfrei. Ist halt echt manchmal so, dass man auf dem Schlauch steht, wenn ein einziges Puzzleteil nicht stimmt. Und das hatten wir jetzt eben quasi. Alter Schwede, okay. Der Plutonium-Kotzsee oder Fluss. He is back. Geht das hier bitte rein? Kann ich auch mal treffen? Okay, da passiert einfach nur nichts. Okay, lol. Alter, wie schnell soll man denn hier fertig werden? What the... Ich muss aber sagen, dass ich die Idee mega feier. Muss man mal eben... Okay, hier muss man jetzt runterplumpsen, dann muss man hier drauf. Jetzt sind wir schon mal hier, das ist gut. Und diese Plattform hier, die bricht hier auch nicht weg. Jetzt können wir uns Gedanken machen, wie es weitergehen muss. Also. Warum das überhaupt? Frage ich mich gerade. Ich weiß halt auch so genau gar nicht, wo ich hin muss, wenn ich ehrlich bin. Ah. No. Okay.
Ach, es ist cool, ey. Guck mal hier oben. Hier hat sich ein kleiner Rod versteckt. But we have found him. 73 sind es mittlerweile. Ziemlich große Menge. Die nächste Rätselpassage. Was haben wir hier? Ich denke, das war schon mal der erste gute Schritt hier. Okay, hier würden wir Leben kriegen. Okay, das sieht sehr nach einer Kampfarena aus. Los, hol dir das letzte Ding. Rotesser. Oh nein, das ist so ein Riesending. Holy shit, was tut es? Ich hab das jetzt alles auch irgendwie nicht. Was denn, wenn ich die Rod verwende? Okay, das klappt alles wirklich überhaupt nicht. Irgendwie nicht so richtig mein Kampf leider. Und man muss wieder alles von vorne machen. Das ist ja auch. Ich glaube, man kann Sonderschaden machen, wenn man in seine Schnauze schießt. Würde ich zumindest vermuten. Haben wir gerade Sonderschaden gemacht? Ich weiß es nicht.
Boom. 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 Okay, das gefällt ihm auch überhaupt nicht, wenn wir das tun. Oh, sehr gut. Und erledigt. Na, der war ja doch gar nicht so schwer. Und vor allen Dingen haben wir jetzt das Dorfherz wahrscheinlich wiederhergestellt. Oder zumindest den Weg weiter hinein. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall nochmal das hinter mir angucken. Das dürfte ein Schrein sein. Da-da-da! Wir haben so viel Kohle mittlerweile. Unglaublich. So, bei den anderen Abzweigungen scheint jetzt hier nichts mehr gewesen zu sein. Dann wäre das jetzt hier der nächste Weg. Wo auch immer mehr er uns hinführen wird, wir werden es erst beim nächsten Mal herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play Kena Bridge of Spirits. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.